Hallo liebe Freunde meines Kanals, ich bin Alex von Alex Travels und ich stehe hier im Salzburger Land, im wunderschönen Österreich, vor einem Gletscher. Wir fahren auf 3000 Meter Höhe auf das Kitzsteinhorn und schauen uns die traumhafte Alpensicht an, den Gletscher und alles, was dazugehört. Ich würde sagen, ohne weiteres Reden gehen wir einfach mal los, liebe Freunde. Wir starten unsere Reise auf das Kitzsteinhorn vom Parkplatz am Fuße des Berges. Zuerst fahren wir mit der Panoramabahn bis zur ersten Bergstation. Bei einem Urlaub in der Region Zell am See Kaprun darf ein Ausflug auf das Kitzsteinhorn nicht fehlen. Das spektakuläre Ausflugsziel führt die Besucher in hochalpine Bergwelten auf bis zu 3029 Meter. Und das einfach und bequem mit den Bergbahnen am Kitzsteinhorn. Die Gipfelwelt 3000 ist ein Top-Ausflugsziel im Salzburger Land für die ganze Familie. Von den Aussichtsplattformen Top of Salzburg und National Park Gallery hat man einen spektakulären Blick auf die gewaltigsten Berggiganten und die beeindruckendsten Gletscher des Nationalparks Hohe Tauern. Bei schönem Wetter sind hier zahlreiche 3000er in der fast endlosen Gipfelkette der Kalk- und Zentralalpen zu sehen. Und auch der höchste Berg Österreichs, seine Majestät, der Großglockner, kann hier bestaunt werden. Aus diesem Grund haben wir uns an einem wunderschönen sonnigen Tag während unseres Urlaubs in der Region Zell am See Kaprun auf den Weg gemacht, dieses spektakuläre Ausflugsziel zu besuchen. Und wir sind gespannt, welche Abenteuer uns hier erwarten. Hier steigen wir in die nächste Bergbahn, den Gletscherjet 2, um, der uns bis zum Alpine Center hinaufbringt. Die Kitzsteinhorn-Gipfelwelt 3000 ist das höchstgelegenste Ausflugsziel Salzburgs und sollte von keinem Urlauber in der Region verpasst werden. Der Gipfel bietet ein atemberaubendes Panorama auf die umliegende Bergwelt sowie eine Vielzahl an Aktivitäten und Attraktionen für die Besucher. Bereits von hier aus genießen wir eine herrliche Aussicht auf die umliegenden Berge und Gletscher. Aber es sollte noch viel besser werden, denn das Alpine Center ist nur eine Zwischenstation auf dem Weg zu den schönsten Aussichten in Österreich. Vom Alpine Center geht es mit dem Gletscherjet 3 und 4 bis zum Kitzsteinhorn Gletscher, wo Besucher sich kostenlos Rodel ausleihen können, um auch im Sommer in der Eisarena Spaß zu haben. Dazu kommen wir später. Wir wollen zuerst mit dem Gletscher-Shuttle weiter hoch, um den höchsten mit der Bergbahn hier leicht zugänglichen Punkt zu erreichen. Der 80 Meter lange Weg zum Gletscher-Shuttle führt durch das Innere des Berges. Ein kleiner Vorgeschmack, was uns gleich im Inneren des Kitzsteinhorns in der Nationalpark Gallery erwarten sollte. Nach einer kurzen Fahrt und einem kurzen Fußweg durch das Gipfelweltgebäude erreichen wir unser Ziel, die Aussichtsplattform Top of Salzburg. Und wir sind wirklich beeindruckt von der Aussicht, die sich uns hier bietet. Auf dem Kitzsteinhorn auf genau 3029 Metern Seehöhe befindet sich Salzburgs höchste Aussichtsplattform, Top of Salzburg. Von hier aus genießen Besucher einen atemberaubenden Blick über die mächtigsten Alpengipfel Österreichs. Hinunter ins Tal und hinüber zu den scheinbar endlosen Gipfelketten der Kalk- und Zentralalpen. Der Watzmann, das Steinerne Meer und die Loferer und Leoganger Steinberge thronen majestätisch vor den Augen der Besucher. Auch der Zeller See ist an klaren Tagen wie heute sehr gut zu sehen.
Die Luft ist klar und frisch und die Landschaft ist einfach atemberaubend. Hier bestaunen wir eine ganze Weile die Schönheit der Bergwelten am Kitzsteinhorn. Die Kulisse ist wahrlich atemberaubend schön. Wer bis auf den Gipfel des Kitzsteinhorn will, der kann das auch tun. An der Aussichtsplattform startet dieser Weg. Von dort aus kann an einem Seil gesichert bis zum Gipfel auf 3204 Meter hinaufgestiegen werden. Allerdings ist der Gipfelweg in hochalpinem Gebiet natürlich nur für geübte Personen mit entsprechender Kondition und Ausrüstung geeignet. Anschließend machen wir einen kurzen Abstecher in das Cinema 3000. Mit 3029 Metern über dem Meeresspiegel ist das Cinema 3000 das höchstgelegene Kino Österreichs. Die 8 Meter breite Leinwand bietet einen faszinierenden Blick auf die majestätischen Bergketten und beeindruckenden Gletscher des Landes. Der Film Kitzsteinhorn – Die Natur wurde eigens für das Cinema 3000 gedreht und ist mehrfach ausgezeichnet worden. Der 360 Meter lange mystische Nationalpark Gallery Infostollen führt Besucher durch das Innere des Berges zur Aussichtsplattform Nationalpark Gallery. Bereits der Eingang in blauem Neonlicht erleuchtet ist geheimnisvoll schön. Der Stollen durch das Kitzsteinhorn führt leicht nach unten. Von 3020 Metern Seehöhe am Eingang des Stollens führt der Weg auf 2980 Meter Seehöhe herunter und offenbart dann einen unglaublich schönen Ausblick auf die Berggiganten der Hohe Tauern. Auf dem Gang durch den Berg sind 6 interessante Informationsstationen, die sich in beleuchteten Nischen entlang des Tunnels befinden. Die erste Station befasst sich mit dem Kristallschatz der Hohen Tauern. Hier erfährt man, wie die Kristallschätze entstanden sind und verschiedene Kristalle sind hier ausgestellt. Fasziniert von der Erfahrung, durch das Innere eines 3000ers zu laufen, gehen wir durch den Stollen. Die Beleuchtung auf dem Weg ist wunderschön gemacht und schafft eine ganz besondere Atmosphäre. An einer Infostelle kann in den Berg hineingehorcht werden. Denn bei den langsamen Hebungsbewegungen verspannen und lösen sich die Gesteine im Berg mit knackenden Geräuschen. Auf dem Weg schauen wir uns noch die nächsten Infostellen an und genießen die Erfahrung, durch das Berginnere des Kitzsteinhorn zu gehen. Für uns das erste Mal. Ein unvergleichliches Erlebnis, das wir nie vergessen werden. Aber es sollte noch viel spektakulärer werden. Denn am Ende des Stollens erwartet uns ein unglaublich schöner Ausblick auf die ganze Schönheit der Bergwelten am Kitzsteinhorn. Nach der mystischen Dunkelheit des Tunnels verschlägt einem das helle Licht und die herrliche Aussicht fast den Atem. Die Nationalparkgalerie fasziniert mit ihrem 360-Grad-Blick auf die umliegende Bergwelt. Die Nationalparkgalerie ragt an der Südflanke des Kitzsteinhorns direkt in die unberührte Wildnis des Nationalparks Hohe Tauern und bietet dabei einen herrlichen Blick auf ein Meer von 3000ern. Von der Plattform aus können die Besucher die wunderschönen Gipfel des Nationalparks Hohe Tauern in ihrer ganzen Pracht erstrahlen sehen. Der Panoramablick ist wirklich atemberaubend und ein Muss für jeden Besucher der Region. Im Süden liegt der höchste Berg Österreichs, der 3798 Meter hohe Großglockner vor uns. Er überragt alle anderen Gipfel der Region und bietet einen beeindruckenden Anblick. Wir stehen wie gebannt am Rande der Plattform und blicken auf das Meer an spektakulären 3000er Gipfeln. Wir können uns von diesem Anblick kaum lösen und bleiben hier einige Zeit stehen, um dieses Naturschauspiel zu bewundern. Thank you.
Danach machen wir uns auf den Weg hinunter zur Eisarena bei der Gipfelwelt 3000. Ein recht steiler Pfad führt hinunter zu einem der Gründe, warum viele Urlauber aus der ganzen Welt die Urlaubsregion Zell am See Kaprun besuchen. Denn hier kann im Sommer in einer unglaublichen Bergkulisse am Gletscher gerodelt werden. Auf dem Weg herunter von der Aussichtsplattform bietet sich weiterhin eine fantastische Aussicht. Wer den steilen, steinigen Pfad nicht hinuntergehen kann oder will, der kann auch wieder zurück durch den Stollen und dann von der Bergstation einen kurzen Weg hinuntergehen. Die Eisarena am Kitzsteinhorngletscher ist der ideale Ort für Rodelspaß und Schnee im Sommer. Der Gletscher des Kitzsteinhorns auf 3000 Metern Höhe macht es möglich, auch im Hochsommer ausgelassene Rutschpartien mit dem Rodel oder Bob über sanfte Schneehänge zu genießen. Mit Rutschblättern und Rodeln, die vor Ort kostenlos ausgeliehen werden können, sausen Besucher den weißen Gletscherhang hinunter und lassen sich dann einfach vom Zauberteppich zurück zum Start bringen. Das Erlebnis ist unvergesslich. Oder man genießt hier den Tag in einer der Liegen mit einem Snack und Getränk in der Sonne. Denn heute ist ein wunderschöner, sonniger Tag. Mit der spektakulären Aussicht auf die Alpen ist es ein großartiger Ort, um etwas Zeit mit Winterspaß zu verbringen. Anschließend fahren wir mit dem Gletscherjet runter zum Alpincenter, um dort noch etwas zu essen und zu trinken. Die Sonne scheint und es ist ein wunderschöner Platz, um noch etwas in der Sonne zu sitzen und die Umgebung hier zu genießen. Die Gipfelwelt 3000 auf dem imposanten Kitzsteinhorn in Zell am See Kaprun ist unserer Meinung nach ein Top-Ausflugsziel im wunderschönen Österreich und immer einen Besuch wert. Wir haben die Zeit hier genossen, haben die spektakulären Aussichten auf traumhaft schöne Bergwelten bewundert und machen uns nun auf den Weg herunter. Denn wir wollen jetzt nach Zell am See, um den wunderschönen Tag mit einem erfrischenden Bad im Zeller See und einem Besuch der Promenade und Altstadt in Zell am See noch schöner zu machen. Wenn dich das interessiert und falls dir das Video gefallen hat, dann folge gleich meinem Kanal und gebe mir einen Daumen nach oben. Vielen Dank und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Alex.